Stadtpräsidentin, warum haben Sie die Manifesta nach Zürich geholt? Die Manifesta als wandernde Biennale hat ein unglaublich spannendes Konzept. Wir versprechen uns davon, dass wir Zürich als Kulturstadt noch stärker präsentieren können und dass wir auch durch den Außenblick, den die Manifesta uns erlaubt, auf unsere eigene Stadt zu werfen, etwas Neues lernen können. Für wen in die Stadt ist die Manifesta 11 speziell interessant? Ich würde sagen, sie soll für alle interessant sein. Einerseits natürlich alle diese Kunstfreaks und Freunde, Freundinnen, die wir haben in Zürich. Es ist mir selber auch ein großes Anliegen, dass wir auch ein neues Publikum erreichen können für zeitgenössische Kunst. Und ich denke, der Ansatz, den die Manifesta wählt, What People Do for Money, da erwarten wir uns einige Denkanstöße, auf die wir uns sehr freuen. Was erwarten Sie zu sehen in dem Manifesta 11 nächstes Jahr am 9. Juni? Ja, primär natürlich überraschende und hochstehende Kunstresultate dieser Arbeit, die jetzt geleistet wird. Natürlich ist es sowohl für lokale wie für auswärtige Künstlerinnen und Künstler eine Chance, sich zu präsentieren, sich zu zeigen. Herzlichen Dank. Danke Ihnen.